Hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Reihe von Einführungstutorials zu ARCHICAD. Ich verwende jetzt ARCHICAD 14, das ist die aktuelle Fassung. Und es geht einfach um ein paar Grundregeln, wie man mit diesem Programm arbeitet und zeichnet. Es hat sich gezeigt, dass das Fragen beantwortet, die immer wieder gestellt werden. Und es lohnt sich nicht, allzu lange bei diesen Fragen zu bleiben, sonst können Sie einfach nicht arbeiten. Also deswegen jetzt eine kleine Folge von Tutorials. Ich fange mal an, wenn Sie ARCHICAD starten, können Sie ein Projekt öffnen oder ein neues Projekt erstellen. Ich mache das jetzt mal so, dass ich ein neues Projekt erstelle. Meinetwegen verwenden wir eine Vorlage und ein Profil. Normalerweise gibt es das Standardprofil 14 in der Voreinstellung. Wenn Sie jetzt auf Neu klicken, öffnet sich ARCHICAD. Es dauert eine Zeit lang und der Reihe nach erscheint dann die Benutzeroberfläche auf Ihrem Monitor. Das muss ich jetzt auch kurz abwarten. ARCHICAD ist ein Programm, was ähnlich wie Vectorworks alle möglichen Konventionen von geläufigen Programmen einhält. Das heißt, es gibt ein Menü, es gibt Paletten und es gibt bestimmte Tastenkürzel, die Sie aus anderen Programmen auch kennen. Da kommen wir dann gleich noch zu. So, zunächst einmal, wenn Sie das hier sehen, gibt es ein paar Sachen, die Sie bereinigen sollten. Also ich persönlich mag diese kleine Icon-Leiste da oben nicht, aber die lasse ich jetzt mal stehen, der Einfachheit halber. Die macht ja jetzt auch eigentlich keine Probleme, außer dass sie den Platz hier verkleinert. Die Favoritenpalette klicken Sie mal weg und das Konstruktionsraster unter Ansicht auch. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich gerne erledigen würde. Diese Werkzeugpalette hier links ist ein bisschen albern sortiert. Sie haben auch Namen neben den Werkzeugen stehen, die Sie eigentlich nicht brauchen. Deswegen wechseln wir die Arbeitsumgebung. Das kennen Sie aus anderen Programmen auch. Und dort können Sie einfach ein anderes Profil verwenden. Ich nehme das fortgeschrittenen Profil. Man wählt das aus, klickt hier drauf, dann muss man diese Frage hier beantworten und dann auf OK. Und schon verkleinert sich die Werkzeugpalette auf ein professionelles Maß und Sie können wieder mal die Favoritenpalette wegklicken und jetzt kann es losgehen. Zunächst mal die Menüs, da kennen Sie sich eigentlich aus vom Grundsatz her. Es gibt das Ablagemenü, wo man zum Beispiel Dateien sichern und öffnen kann, etc. drucken. All dieses Zeug, es gibt die Hilfe und dazwischen gibt es programmspezifische Menüs, mehr oder weniger. Beim Bearbeiten-Menü sehen Sie noch ein paar bekannte Befehle, wie zum Ausschneiden, zum Beispiel Ausschneiden, Kopieren, Einsetzen, Steuerung X, C und V. Aber jetzt mal kurz zur Werkzeugpalette, die Befehle, die Werkzeuge liegen hier brav herum. Wenn Sie ein bisschen draufhalten, dann kommt so ein kleiner Text und Sie können sehen, was Sie da machen können. Die meisten Werkzeuge erklären sich von selbst, das Wandwerkzeug oder hier unten das Linienwerkzeug und so weiter und so fort. Die Paletten hier rechts brauchen uns erstmal nicht zu interessieren. Am unteren Fensterrand sehen Sie noch ein paar Kleinigkeiten angezeigt. Der aktuelle Maßstab, die Darstellungsgröße und so ein bisschen Schnickschnack, den Sie eigentlich gar nicht brauchen. Und jetzt legen wir mal los. CAD-Programme sind dazu gedacht, Zeichnungen zu erstellen. Ob Sie 2D oder 3D zeichnen, ist zunächst mal vollkommen egal. Ich würde Ihnen auch raten, sich nicht so albern festzulegen. Am Anfang, ich will nur 2D zeichnen oder ich bin so ein Profi, ich zeichne von vornherein 3D. Gehen Sie das Ganze ganz locker an und probieren Sie Sachen aus. Wenn Sie mal ein bisschen Zeit haben, dann werden Sie merken, es ist alles nicht so schwer. Manche Sachen sind dann trotzdem kompliziert. Es liegt in der Regel aber nicht am CAD-Programm. Es liegt daran, dass es an sich kompliziert ist. Es gibt komplizierte Entwürfe und die zu zeichnen ist einfach kompliziert. Egal, ob Sie das mit der Hand zeichnen, mit einem CAD-Programm oder mit, wenn Sie sich schon auskennen, mit dem CAD-Programm oder mit dem CAD-Programm. So, zunächst einmal haben wir hier ein Fenster, da steht ohne Titel EG, das ist ein sogenanntes Grundrissfenster, das heißt, Sie zeichnen im Regelfall erst einmal in einem Grundrissfenster, also von oben. Grundrisse sind Horizontalschnitte, wie Sie wissen, das heißt, wenn Sie 3D zeichnen, dann werden Ihre gezeichneten 3D-Elemente in einer Höhe geschnitten, nämlich in einer Höhe von 1 Meter per Voreinstellung. Sie können natürlich auch erstmal mit 2D-Werkzeugen arbeiten. Das geht normalerweise so, Sie aktivieren hier ein Werkzeug, wie zum Beispiel das Linienwerkzeug. Klicken einmal, lassen die Maustaste los und klicken ein zweites Mal und schon ist die Linie gezeichnet. Ja, das ist also typisch CAD. Während Sie zeichnen, können Sie noch, also bevor Sie das zweite Mal klicken, können Sie noch hier oben ein paar Dinge auswählen. Sie können zum Beispiel mehrere Linien hintereinander zeichnen, ein Rechteck zeichnen und so weiter. Also hier zum Beispiel die Polygonzugmethode, die dann dazu führt, dass Sie, bis Sie doppelt klicken, so einen Polygonzug gezeichnet haben. Ja, Sie können also während des Zeichnens überlegen, was Sie machen wollen. Dann gibt es hier die Rechteckvariante, dann können Sie ein Rechteck zeichnen und so weiter und so fort. Ich wähle das Ganze mal kurz alles aus, Steuerung A, und lösche das Ganze mit der Backspace-Taste und lege nochmal von vorne los. Ich zeichne also irgendeine Linie oder ein Linienrechteck meinetwegen.
Und jetzt ein paar Kleinigkeiten zur Navigation. Sie können, wenn Sie eine Zwei-Tasten-Maus mit Scrollrad verwenden, was ich Ihnen dringend empfehlen würde, das Scrollrad drücken. Dann können Sie Ihren Ausschnitt hin und her schieben. Ja, damit ändern Sie also nicht die Position dieses Zeichnungselementes, sondern nur den Ausschnitt Ihres Fensters. Mit dem Scrollrad drehen können Sie sich rein- und rauszoomen. Ja, das ist also auch klar. Mit Steuerung 0 haben Sie die Zeichnung fensterfüllend. Und das sind so die wesentlichen kleinen Tastenkürzel zum Navigieren, die Sie hier brauchen. Ja, mehr braucht es nicht. Sie können jeweils sehen, welche Darstellungsgröße Sie hier unten haben. Das nur zur Orientierung. Also im Moment haben wir etwa ein Fünftel der normalen Größe, die diese Zeichnung im Maßstab 1 zu 100 hätte. So, ich wähle nochmal alles aus und lösche das Ganze. Steuerung A, alles auswählen. Und die Löschtaste kennen Sie schon, die Backspace-Taste. Und jetzt geht es nochmal von vorne los. Wie soll denn die Linie aussehen? Sie können generell beim Zeichnen mit Archicad überlegen, wie es aussehen soll, bevor Sie zeichnen, oder Sie ändern etwas, was Sie schon gezeichnet haben, hinterher. Wenn Sie es vorher überlegen wollen, klicken Sie doppelt auf das Linienwerkzeug, in diesem Fall, weil ich das Linienwerkzeug präsentiere, und dann sehen Sie ein paar Einstellungen für diese Linie, die Sie treffen können. Die meisten sind selbsterklärend, also zum Beispiel welche Art von Linie. Dann die Stiftnummer, ja, da kommen wir später noch zu, das ist ein ganz wichtiges Thema, die Stiftfarbe. Wichtig ist, dass dieses Stift Z 256 Stifte hat und Sie können oder 255 und die sind durchnummeriert. Die Nummern sind die Konstante, das muss man sich schon mal merken. Also Stift Nummer 1 bleibt und ist immer Stift Nummer 1, egal welche Stiftset Sie nehmen etc. Welche Farbe dieser Stift dann hat und welche Dicke, das können Sie jeweils einstellen. In diesem Fall ist er 0,13 mm und offensichtlich schwarz. So. Zweitens, das lasse ich mal aus. Zweitens können Ihre Linien noch Pfeilspitzen haben. Okay, das ist jetzt in diesem Fall Schnickschnack. Was das hier bedeutet, ist auch erstmal wurscht. Wichtig ist noch, es gibt Ebenen, da komme ich auch noch dazu. Sie zeichnen von vornherein immer auf irgendwelchen Ebenen, egal ob Ihnen das klar ist oder nicht. In diesem Fall ist die voreingestellte Ebene, die Sie jetzt verwenden würden, wenn Sie nichts weiter entscheiden, die Ebene Linie. Ja? Also Stiftnummer und Ebene erstmal das Wichtigste. Jetzt können Sie zeichnen und dann ist Ihre Linienkonfiguration, die Sie da zeichnen, schwarz, Stiftnummer 1 und sie liegt auf der Ebene Linie. So, jetzt habe ich hier ein Werkzeug aktiv, das Linienwerkzeug. Ich kann dieses Ding jetzt auswählen. Zum Auswählen nimmt man normalerweise das Pfeilwerkzeug. Und das können Sie tun, indem Sie ein paar Mal die Escape-Taste drücken, kommen Sie da auch ganz weit hin. Wenn Sie das Linienwerkzeug beibehalten wollen und trotzdem was auswählen wollen, dann drücken Sie die Shift-Taste, die Groß- und Kleinschreibtaste. Wenn Sie die drücken, dann haben Sie sozusagen das Auswahlwerkzeug temporär aktiviert, wenn Sie so wollen. Und dann können Sie das hier auswählen und können diese Linie jetzt zum Beispiel ändern. Ja, das ist das, was ich meinte. Sie können also auch nach dem Zeichnen Veränderungen vornehmen. Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und ein Rechteck aufziehen um dieses Zeichnungselement, dann können Sie es auch insgesamt auswählen. Jetzt können Sie zum Beispiel dem Ganzen eine rote Stiftfarbe geben. Ja, alles klar. Vorher überlegen, nachher überlegen. So, ich wähle nochmal alles aus, beziehungsweise ich mache alles rückgängig. Steuerung Z. Jetzt ist es wieder schwarz. Sie können genauso gut, ich wähle es nochmal aus, im Nachhinein eine andere Ebene vergeben. Sie wollen also im Nachhinein aufräumen. Sie haben vielleicht losgelegt, ohne sich über die Ebenen Gedanken zu machen. Sie wollen es im Nachhinein ändern. Also wählen Sie es aus und wählen Sie eine neue Ebene. Hier sehen Sie eine furchterregende Liste von Ebenen. Dort könnten Sie jetzt zum Beispiel das Ding auf die Ebene Hilfslinien legen, Hilfskonstruktion. Ja? Also das sollten Sie verinnerlichen, vorher überlegen, nachher ändern. Das geht beides. Noch eine Sache, die dabei wichtig ist. Ich hätte vorher doppelt auf das Werkzeug geklickt, um zu den Einstellungen zu kommen. Sie können auch genauso gut bei aktiviertem Werkzeug die Tastenkombination Steuerung T drücken. Steuerung T. Dann bekommen Sie das Gleiche. Und das funktioniert auch, wenn Sie es zum Beispiel ausgewählt haben. Dann können Sie Steuerung T drücken und bekommen auch das gleiche Fenster, das gleiche Tableau mit den Einstellungen für dieses ausgewählte Element. Steuerung T funktioniert bei jedem ausgewählten Element und auch bei jedem Werkzeug. Ja? Steuerung T sind die Einstellungen für das aktive Werkzeug oder für das ausgewählte Element. Merken. So, noch ein Detail zu dem Ganzen und dann mache ich erstmal Schluss mit dem ersten Teil. Wenn Sie das Linienwerkzeug ausgewählt haben oder wenn Sie bei aktiviertem Auswahlwerkzeug, also wo kein spezifisches Werkzeug ausgewählt ist, zum Beispiel Elemente auswählen, ja, dann sehen Sie hier oben eine sogenannte Optionspalette oder so ähnlich, oder Infopalette, weiß nicht, wie die jetzt genau bei Archicad heißt, da sehen Sie eine Auswahl von Änderungsmöglichkeiten für dieses Element. Das ist immer ein Teil von dem, was Sie mit Steuerung T erreichen, also mit den Werkzeugeinstellungen. Ja? Also die Geometriemethoden, wie Sie zeichnen, finden Sie da nicht.
ja, weil die sozusagen beim Zeichnen verwendet werden und nicht vorher oder nachher verändert werden können. Aber zum Beispiel der Typ der Linie, den können Sie hier auswählen, den gibt es hier und hier, die Stiftnummer gibt es hier und hier und die Ebene gibt es auch hier und hier. Ja, das ist also im Grunde egal, wenn Ihnen das da oben reicht, wenn da alles einzustellen ist, was Sie gerade brauchen, dann machen Sie es da oben, ansonsten drücken Sie STRG T. Gut, so, Schluss mit dem ersten Teil, gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil.